neues Abenteuer. Oh, es wartet auf uns, das neue Abenteuer. Und ja, ich bin jetzt wieder hier, weil das ist halt der Speicherpunkt hier. Denn ich habe ja wieder neu angefangen. Weil wenn ich in das blöde Haus reingehe, schon in diesen blöden Bahnhof, konnte ich nur noch dort eben Spielstand, Daten, Speicherpunkt und naja. Das andere muss ich da hier nochmal machen mit dem Zug gleich. Und damit erstmal hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Paradise Lost. Ja, ich habe das jetzt nochmal neu durchgespielt, diesen ganzen Quatsch hier. Jetzt kann ich mich aber doch nicht bewegen. Ich habe aber in den Steam-Bewertungen bei einem gelesen, wie man das machen kann, dass man sich doch wieder bewegen kann. Hier bei der Einstellung muss er bei Vollbildmodus, muss ich immer halt wechseln, dann wenn ich dann lade zwischen Vollbild-Fenstermodus und Vollbildmodus dann halt annehmen. Naja, bestätigen. Und ich kann mich wieder bewegen. Warum das so ist, was weiß ich. Ist halt so. Der Fehler war hier bei dem, als man im Grab der Mutter steht und der ewig schweigt und alles, habe ich da auch nochmal versucht gehabt. Kannst du dann damit nicht jetzt wieder retten, dass das dann normal funktioniert. Also da hast du Pech gehabt, das funktioniert nicht. Das funktioniert dann leider nicht. Ich habe auch gelesen, in dem Spiel soll es so angeblich, habe ich gelesen bei so in englischen Seiten, verschiedene, manche schreiben 4, manche schreiben 6 Enden soll es so geben. Es soll zumindest wohl im letzten Kapitel wohl eine Möglichkeit geben, dass man sich zwischen, naja, wohl Dialogoptionen entscheiden kann. Also mal wunder, jemanden treffen, eine Person, was weiß ich. Das ist halt vom Prinzip, das gehe ich noch kurz hier rein. Das werde ich jetzt auch nicht durchlesen, sondern nur einfach nochmal tragen, damit ich es vom Prinzip mal angefasst habe. Das hat mir schon mal den letzten Vollgeschmack gehabt, das will ich nur, weil ich noch nicht weiß, ob dann das Spiel rummeckert oder dass ich denke, oh, der hat das ja nicht durchgelesen oder sich ja nicht angefasst, nicht interagiert mit diesem jenen Gegenstand, deswegen mache ich das eigentlich immer, dass ich das alles nochmal benutze, interagiere, nochmal anfasse. Weil ich mir halt immer denke, oh, was ist, wenn da irgendwie das falsch ist? Ja, wie auch immer. Und naja, ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Naja, war aber nicht so wichtig. Ah ja, genau, mit den Enden, habe ich ja gesagt. Und da habe ich da halt gesehen, wie gesagt, es gibt wohl, wie gesagt, je nach Quelle wohl, wie gesagt, 4 bis 6 verschiedene Enden. Und wohl 3 verschiedene Möglichkeiten, die man sich wählen kann. Ich habe es schon gelesen, was das für welche sein sollen. Aber, ja, gut. Sind es nicht so überragend, dass man sich denkt, oh, wow. Also das finde ich okay. Wobei es, wie gesagt, eigentlich vom Prinzip immer nur 3 verschiedene, was soll ich sagen, Möglichkeiten gibt, wo du dich anders entscheiden kannst vom Prinzip. Also, weil wenn man dann, wie gesagt, eigentlich immer nur 3 Möglichkeiten zu entscheiden hat, also 3 Punkte, wo man sich entscheiden muss. Und das gibt es jeweils nur 2 Möglichkeiten. Ich meine, 2 mal 3 sind eigentlich 6, also hat es theoretisch schon klar, 6 Möglichkeiten. Wie weit die sich unterscheiden jetzt so vom optischen, also jetzt so vom Spiel selber, dass du jetzt sagen kannst, du hast da jetzt wirklich ein anderes, anderen Abspann, das weiß ich nicht. Ich habe nur gelesen, dass im Englischen was ungefähr da stand, da musst du dann wohl, na, der habe ich auch gerade schon schief ein bisschen hier, da musst du dann das wohl so machen, dass man, wenn man das mit diesem Teppich dann hat, ach, mit dem Teppich hat, das erzähle ich eigentlich, war Quatsch hier. Wenn man dann diese Entscheidung hat, dass man am besten dann ein Savegame vom Ordner dann kopieren muss, weil ansonsten würde der dann das in den Spielstand löschen, wo er dann den Abspann gesehen hat, dann müsstest du dann alles nochmal neu machen, nur dass du die anderen Enden siehst. Da würde ich halt im letzten Kapitel dann zusätzlich dann mal, wenn ich dann sehe, vielleicht ungefähr, wo dann vielleicht diese Entscheidung ist, dann eventuell, dass ich dann noch zwischendurch schon mal immer mal dann rausgehen muss aus dem Spiel, dass ich dann immer mal diese Savegames einfach mal kopiere, vorsichtshalber, dass ich dann die immer wieder einfügen kann. Weil ich hätte ehrlich gesagt, muss ich zugeben, keine Lust, das Spiel dann, wenn dann die Entscheidung, die du fällen musst, damit dann du was anderes siehst, die ist dann im letzten Kapitel wahrscheinlich wirklich komplett am Ende. Dann müsste ich das Spiel dann quasi immer wieder neu durchspielen und die Sequenzen, die ich immer nicht überspringen kann, muss man sagen, die nerven dann irgendwann, wo ich denke, dann will ich das nicht nochmal sehen. Ich würde aber halt nur gerne alle Enden sehen, ich würde auch gerne alle Enden auf meinem Kanal haben, also da würde ich dann, wenn, wie gesagt, sowieso das alles offline machen, dann wahrscheinlich, ich würde also keinen zweiten Durchlauf machen, wo ich dann sage, komm, zweiter Durchlauf, aber jetzt dann mit der Shadow XY, wenn, wie gesagt, das alles nur komplett am Ende dann entschieden wird, dann quasi, was du von Ende bekommst. Das muss ich dann, wie gesagt, dann auch nicht haben.
Das gehe ich diesmal dann bei der Kohlerutsche runter. Hoffe ich, komme ich da wieder hoch. Aber ich immer noch denke, dass halt für eine Bahnhof dann das wirklich offiziell weitergeht. Hm. Ich sag deswegen, würde ich das dann wahrscheinlich dann euer offline machen. Würde dann halt dann nur das aufnehmen, was dann wirklich dann das Ende ist, als unkommentiertes Ende-Video. Dass man halt das Abspann dann nochmal aufnimmt und immer schön hochladen und gut ist. Das auch mal selber gerne sehen, was dann, wenn dann verschiedene Enden sind in einem Spiel, was denn die verschiedenen Enden sind, wie gesagt. Nämlich riesige Statuen da hinten. Ich sag dir, das finde ich immer schade, wenn du halt nie weißt, kommst du wieder zurück oder nicht. Ich weiß ja nicht, ob ich zurückkomme, aber bei dem anderen bin ich auf alle Fälle nicht zurückgekommen. Diese blöde Drehtür. So gehe ich erstmal hier rein und hoffe das Beste. Vielleicht fällt da der Jünger gleich runter. Wenn ich mir gut vorstelle, dass er gleich ausrutscht, wahrscheinlich der Bengel. Ah ja, war doch klar gewesen. War doch klar gewesen, dass der 12-jährige Bengel hier gleich ausrutscht. Das war doch klar gewesen, dass der Teufelsch ausrutscht. Wird gespeichert und hoffentlich komme ich wieder zurück. Jetzt fange ich nicht nochmal alles von vorne an, nur dass ich da wieder zurückkomme. Ich, wie gesagt, eh nicht weiß, wo ich lang muss. Ich sage, das ist halt immer das, was ich immer schade finde, wenn du nie weißt, wo du lang musst. Weil theoretisch ist das ja eigentlich ein Komplex, jetzt müsste ich ja eigentlich trotzdem wieder oben in den Komplex reinkommen. Eigentlich, aber wie gesagt, ich weiß es halt nicht. Aber ich will mir dafür auch kein Let's Play von jemand anderem sehen, oder ein Video, das ich dann sehe, ja, wo muss ich offiziell lang jetzt? Das habe ich ja keinen Bock drauf. Ah ja, der Junge hält nichts in der Hand. Na gut, man sieht halt dieses Armband, hat er jetzt drum gemacht, aber man sieht irgendwie hier, ne, naja. Man hat natürlich noch einige Fehler. Vor allem komischerweise, vom Optischen hat er eigentlich das genommen mit diesen drei Steinchen, hat aber eigentlich das andere genommen. Naja, man merkt, das Spiel hat wirklich noch einige Fehler, die aber offenbar auch nie gefixt werden, wie ihr seht. Diese Fehler bleiben offenbar bestehen. So, was haben wir hier eigentlich für einen schönen Globus? Ah, sieht man, hier ist das Deutsche Reich. Haben wir hier noch in der Mitte hier. Mit Österreich und alles. Aber offenbar sogar mit der Schweiz, wie es aussieht. Schauen wir, das sind die Benelux-Staaten auch. Mit Teil vom Deutschen Reich, wie es aussieht. Zumindest wenn ich jetzt sehe, dass halt die Niederlande, Belgien alles noch dabei ist. Oben Schottland scheinbar ist dann wohl extra separat, wie es aussieht. Irland ist scheinbar jetzt auch komplett irisch jetzt. Ach, Nordirland ist nicht mal englisch, wie es aussieht. Obwohl bei der Sowjetunion oder Russland ist ja irgendwie Bürgerkrieg oder was, weil da jetzt auch ein Land davor ist, wo Moskau ist. Hm. Wer weiß. Hier haben sie wahrscheinlich dann alles verbrannt, wie es aussieht. Ah, hier haben sie dann scheinbar. Ah, hier haben sie wahrscheinlich dann alles dann verbrannt, was du halt nicht den Bunker haben solltest dann wahrscheinlich, oder was halt zu viel Gepäck war, wo da kannst du nicht alles lagern wahrscheinlich. Und ist wahrscheinlich dann alles überflüssig dann wahrscheinlich hier reingeklatscht. Wo es dann heißt, hier so und so viel Koffer, das könnt ihr mitnehmen, das muss dann halt weg, weil haben wir eigentlich unendlich viel Platz. Ah, schon ein bisschen eingefallen, hier oben ist da. Muss jetzt wahrscheinlich dann da drüben dann das alles verbrannt, das ganze Zeug. Na, gehen wir mal hier durch. Elektrische Einrichtung, Zugang, Freiheit. Installation, Werkzeug. Installationswerkzeug. Elektrowerkzeug. Schutzausrüstung. Hm? Achtung, Stufe! Ah, gut, dass das hier stand. Ah, wer kommen denn in Fallout 4? Maschinenrahmen, Stromversorgung, Waffenversorgung. Hm. Ich hoffe trotzdem, dass wir noch irgendwie wieder hochkommen dann. Hier ist dann die Waffenversorgung. Kühlsystem. Abwasserschacht.
Druckmesser auf Wasser schafft. Ich sag, ich hoffe, dass ich da hochkomme bei dem Ding, weil, wie gesagt, ich weiß es nicht, ob ich dann jetzt trotzdem den Bahnhof hochkomme. Ich hoffe es doch mal. Wie gesagt, das wäre schade, wenn ich da jetzt nicht hochkomme. Ja, wie soll ich. Ich werde das ja sehen. Also, wie gesagt, schade, wenn du halt nicht weißt, wo du halt lang musst. Was ist der offizielle Weg, was nicht. Wie gesagt, ich will ja nichts verpassen. Deswegen, sowas ärgert mich dann halt immer. Sowas ärgert mich halt immer. Vorsicht, Hochspann und Lebensgefahr. Gut, mit ist wahrscheinlich nicht genug Strom drauf, da gar keiner, wie ihr seht. Transformatoren. Achtung, geringe Kopfhöhe. Oh. Wie hält der sich in der Seite fest, Junge? Also so schmal ist der Gang nur wirklich jetzt nicht. Da kannst du normal durchlaufen, eigentlich. Und so ein kleiner Schiff wie er, so ein kleiner Pimpf, kann doch da sowieso durchlaufen, eigentlich. Naja. Weil hier kommt er normal durch, durch die Tür, aber da kommt er nicht durch. Da muss er noch seitlich lang laufen, wie so ein Krebs. Stromversorgung, Lagerbereich. So ein Quatsch. Da komme ich nicht durch, weil er zugeschlossen ist. Zugekettet. Na ja, da war keiner Stab gewischt. Hier sind übrigens schon die Spinnenweben. Schienenraum. Na gut, da sind wir ja eben gewesen wahrscheinlich. Oder wo es hingegangen wäre dann. Was hört denn hier von der Nachricht? An die Gauleiter und den Generalgouverneur des Generalgouvernements. Bereits eine Liste der Personen vor, die für die Operation Untertage geeignet sind. Also die wahrscheinlich wirklich in den Bunker sein dürfen wahrscheinlich. In jedem Bunker, haben sie mehrere, sollten Bewohner einer, in jedem Bunker sollten Bewohner rein arischer Abstammung leben, die über folgende Qualität verfügen. Unerschütterlich in ihren nationalsozialistischen Überzeugungen, zwischen 5 und 50 Jahre alt, herausragende Fähigkeiten in ihrem Aufgabenbereich oder entsprechendes Potenzial. Gesund. Es muss sorgfältig darauf geachtet werden, dass Bauern, fähige Arbeiter, zum Beispiel Metallbauer, Handwerker, zum Beispiel Bäcker, Tischler, Werkzeugschmiede, Ärzte, Apotheker, Lehrer, Ingenieure und Wissenschaftler anwesend sind. Eine ausführliche Liste der Tätigkeitsfelder und Kontingente finden Sie im entsprechenden Dokument. Außerdem sollte jeder Bunker mindestens über 10 gesunde Frauen nicht arische Abstammung im Alter von 18 bis 25 Jahren verfügen, sowie über Samenproben von 1000 Männern nicht arischer Abstammung. Heil dem Führer SS Heinrich Himmler. Also ich brauche es im Prinzip, klar, wenn sie wieder was aufbauen wollen, dann irgendwann. Oder halt vielleicht auch hier unten dann was brauchen, dann wenn sie Brot backen wollen. Weiß auch nicht, wie viele Vorräte die mitgenommen haben. Oder vielleicht haben sie ja irgendwelche Hydrokulturen dann schon. Ein bisschen wie bei Fallout, wie gesagt, in der Reihe. Sie vielleicht auch unten in den Bunkern vielleicht Nahrung anbauen können, dass sie dann vielleicht daraus dann Brot bauen können oder irgendwas. Kann ja auch sein. Dass sie dann vielleicht deswegen sagen, klar, die brauchen natürlich verschiedene Sachen, klar, bauen. Wenn sie vielleicht dann, wie gesagt, Möglichkeiten gefunden haben, unterirdisch dann trotzdem Landwirtschaft zu betreiben irgendwie. Oder vielleicht sogar Viehzucht, keine Ahnung, irgendwie sowas. Dass du halt klar deine Nahrungsproduktion hast, natürlich klar, dass du auch Tische hast. Vielleicht hast du auch Möglichkeiten, irgendwie Holz anzupflanzen, Bäume anzupflanzen. Unterirdisch irgendwie, dass er vielleicht eine Technik entwickelt haben, kann man sich so ausspinnen jetzt. Und klar, dass man halt andere wichtige Dinge braucht, natürlich klar. Lehrer, Ingenieur, das nicht alles zusammenfällt, Wissenschaftler von der Forschung, klar. Ärzte, Apotheker, klar, brauchst auch für deine Gesundheit. Dass du halt die wichtigsten Sachen brauchst. Irgendwelche unwichtigen Sachen oder unwichtigen Berufe, sage ich mir, die unten jetzt nicht unbedingt notwendig sind, klar, die werden sie wahrscheinlich dann eher nicht naja, brauchen. Also ein Eventmanager beispielsweise wird wahrscheinlich nicht reingelassen. Oder ein Nagel-Designer oder sowas, eine Nagel-Designerin. Oder was soll ich sehen, weil, na gut, oder Influencer wahrscheinlich auch nicht. Na gut, wobei, so gesehen, wenn sie Musiker reinlassen, oder halt irgendwelche Prominenzen, die eigentlich auch so gesehen Influencer, also, naja. Aber warum die dann auch noch mindestens 10 gesunde Frauen nicht arisch Abstammung brauchen,
Und halt, wie gesagt, auch dann Samenproben von 1000 Männern auch nicht arisch Abstammung. Weil sie die dann nehmen, dann, sag ich mal, die nicht arischen Menschen dann als Arbeitstiere oder was soll das denn? Sonst könnte man doch eigentlich denken, wenn sie dann sagen, na gut, es sollen nur arische rein, die, was oben auch da steht, in ihren Aufgabenbereich, was sie machen sollen, als Bäcker oder was auch immer, perfekt sind, dass sie ihren Beruf wirklich kennen und alles, und natürlich ja, hier, wie es da steht, unerschütterlich in den nationalsozialistischen Überzeugungen, dass sie halt linientreu sind. Warum brauchen sie dann auch nicht arische? Entweder, wie gesagt, als Arbeitstier für welche, die dann halt quasi niedere Arbeit machen sollen. Aber dann ist es auch komisch, warum sie zum Beispiel oben schreiben, niedere Arbeit, wenn sowas wäre jetzt, dass sie auch, naja, zum Beispiel Bauern brauchen fähige Arbeit mit Teilbar, da könnte man ja von der heutigen Sicht, wie viele immer so tun, als wäre das niedere Arbeit, wo ich mir denke, dass die Arbeit muss auch gemacht werden. Wenn du jetzt die heutige Zeit hast, wo man so das Gefühl, wenn du nicht studiert hast und wenn du nicht irgendwie was in diese Richtung machst, dann bist du ja nichts wert, hast du manchmal das Gefühl, wenn du einen einfachen Beruf machst, wo du deine Lehre gemacht hast wie ich, dann bist du nur noch Dreck, so hat man manchmal das Gefühl heutzutage in der Welt. So kommt mich manchmal vor, ehrlich gesagt. Dann kann ich mir gut vorstellen, dass er vielleicht diese Nicht-Arischen vielleicht dann für solche Arbeiten vielleicht nehmen oder keine Ahnung, oder als Versuchskaninchen für irgendwas. Keine Ahnung. Na, so rum. Wer weiß. So, was steht hier drauf? Nichts ist, sondern Fotografie von irgendjemanden. Ja, ich kann doch das mal alles drehen, das nicht. Ich hätte noch gesagt, wenn man jetzt die Sowjets gehabt hätte, die Sowjetunion, die hätten es wahrscheinlich dann auch nicht anders gemacht. Die hätten dann halt wahrscheinlich dann unerschütterlich in ihren Absichten des Bolschewismus wahrscheinlich dann genommen. Die hätten wahrscheinlich dann eher die genommen, die sie reingelassen hätten, auch dann nur die Elite. Oder wenn es die USA gewesen wäre, die hätten sie wahrscheinlich unerschütterlicher klar waren, die Demokratie wahrscheinlich, gerade wo sie die wahrscheinlich nur genommen hätten, Desinfektionsrahmen. Ich kann mir gut vorstellen können, dass sie wahrscheinlich dann auch nur diese genommen hätten. Ein bisschen medizinisches Gerät hier hinten. Achso, was ich auch noch sagen wollte, das, was ich letztes Mal gesagt habe, mit dem einen Spiel, wo ich jetzt gerade, da habe ich mich wieder dran erinnert, Kryostasis ist das Spiel, was ich meine. Wo man in so ein Schiff spielt, dann auch so ein Schiff, was irgendwie in der Antarktis feststeckt, so ein Eisbrecher, so ein Russenschiff. Und alle sind tot und das war damals, glaube ich, als ich es nochmal gelesen habe, so ein, das erste Spiel, was dieses NVIDIA Physiksystem hat, also diese NVIDIA-Physik-basierten Dinger, war gleich das erste Spiel, was dieses eingesetzt hat. Und was gleich sogar DirectX 10 war, das erste Spiel, was dieses DirectX 10 eingesetzt hat mit der Optik. Da hast du zum Beispiel hier Eiszapfen, auf diesen runtergefallen und solche Sachen, oder wenn du was angemacht hast im Rahmen, damit es wieder warm würde, dann schmolz das Eis langsam und ist dann runtergelassen, gesehen, wie das Wasser runtertropft und runterfließt und alles. Also von damals, muss ich sagen, sah das schon geil aus. Wie gesagt, das ist mir wieder eingefallen. Kryostasis heißt das Spiel. Hab's auch sogar wieder mal installiert. Und es funktioniert sogar. Und ich habe hier Windows 10 drauf. Auf dem System, wo ich das gerade aufnehme. Steht da oben, NSDAP. Das darunter kann ich nicht ganz lesen. Na gut, Volksgemeinschaft, da steht noch irgendwas. Das kann ich auch nicht so ganz lesen. Na gut. Steht da unten, Volksgenossen, braucht ihr Rat und Hilfe, so wendet euch an die Ortsgruppe. Das andere kann ich trotzdem nicht lesen, weil unter NSDAP steht noch irgendwas. Ah, das ist von der Farbe ein bisschen blöd, das kann ich nicht erkennen. Naja, egal. So, hier ist nichts, was ich jetzt hier angucken kann. Ach, haben sie ja. Ah, hier haben sie Golden alles abgenommen. Goldringe wahrscheinlich nach Zahnfüllung, wahrscheinlich eine andere Goldzahnfüllung hat er vielleicht auch noch abgenommen wahrscheinlich. Ach, ich bin hierher gekommen. Ah, hier wurden sie wohl abgespült, abgespritzt, da die Leute. Das war wahrscheinlich ein Klaus oder alles. Dass wahrscheinlich ja nichts in den Bunker kommt. Ach, hatten sie dann wohl neue Kleidung bekommen.
wie Sven Walter und superscheinlich in Fallout. An den Leiter des Rasse- und Siedlungshauptamtes der SS Abschnitt Krakau. Sehr geehrter Herr. Er war sehr geehrter Herr. Hat doch keiner. Na gut. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf die Qualität Ihrer Lieferung an das Programm Quelle der Intelligenz lenken. Versprochen wurden uns 16 bis 25 Jahre alte Frauen bei bester Gesundheit, um bei uns eine Reihe von Versuchen zu unterlaufen. Die meisten Frauen, die von ihrem Abschnitt an unseren überstellt wurden, konnten bereits auf den ersten Blick als unterernährt, schwächlich, verlaust und als bereits über 30 Jahre alt festgestellt werden. Zurzeit lehnen wir 93% ihrer Kandidatinnen ohne weitere Untersuchungen ab. Es mag für sie von äußerster Bequemlichkeit sein, Testsubjekte aus Konzentrationslagern zu uns zu schicken, doch unser Programm verfügt über die volle Unterstützung von Reichsführer SS Heinrich Himmler höchstpersönlich. Er wäre sicher nicht erfreut zu hören, dass der Mangel an geeigneten Testsubjekten den Erfolg dieses Programms gefährdet. Ich hoffe sehr, dass die Qualität der nächsten Lieferung dem Anspruch der SS gerecht wird. Heil dem Führer, Professor Wolfgang Winkler, medizinischer Leiter des Programms Quelle der Intelligenz. Naja, so ist das. Sagen wir hier? Fotografien. Das haben wir schon mal gesehen. Das Volk wählt Liste 1, Nationalsozialisten. Na gut, das war ich ja heute auch nicht anders. Wenn es heißt, wähle dieses, wähle jenes. Ja. Einfach nur ein Wahlplakat. Ob sie da unten wirklich noch Wahlen durchführen, das glaube ich irgendwie nicht so ganz. Sind wir hier dann Registrierung? Ich habe das Gefühl, ich komme nicht mehr hoch zum Bahnhof. Ach, Bahnhof, ich wollte dich auch mal begutachten, aber dann hätte ich das ja nicht gefunden. Ach, so ein Quatsch. Ah. Vielleicht spiele ich das doch noch irgendwann mal durch. Bevor ich das alles hochlade, habe ich vielleicht dann die ganzen Enden dann auch hoffentlich alle dann schon irgendwie aufgenommen. Vielleicht zeige ich dann irgendwie im Nachhinein schnell das vielleicht irgendwie eventuell im Nachhinein noch rein, wenn ich dann oben rumlaufen würde bei diesem Bahnhof vielleicht. Müsste jetzt wieder von vorne anfangen alles, aber naja. Ich würde halt schön gerne sehen, was da oben ist. Hier können sie Leute festnehmen. Da kann ich durch, aber ich weiß nicht, ob ich da wieder zurückkomme, deswegen laufe ich erstmal hier lang. Lagerbereich. Hier ist aber nichts, was ich nehmen kann. Das ist wahrscheinlich ein paar Arrestzellen. Ah, ich denke, muss ich wahrscheinlich da hoch, oder? Das ist wahrscheinlich dann der Junge, der dann da hochklettert und dass er dann durch den Schacht geht. Ah, ich gehe doch lieber mal zurück. Ich sagte, da drüben ist sowieso abgeschlossen. Wie gesagt, weiß immer nicht, ob du dann wieder zurückkommst oder nicht. So, ja, Quatsch, hätte doch einfach. Naja. Gups, jetzt nicht durch. Die Verwaltung darf ich nicht. Wie gesagt, es sein könnte, dass ich da hätte reingehen können. Wenn ich denn jetzt auf diese Pulskiste steigen, alles kann sein, dass ich nicht mehr zurückkommen würde jetzt. Was dann hier sehr wahrscheinlich ist. Na gut, ich wäre doch zurückkommen, aber wie gesagt, das weißt du ja nicht. Manchmal kommst du zurück, manchmal nicht. Das kann man hier eben nicht so wirklich sehen. Das ist für mich zumindest nicht ersichtlich hier. Wo ich immer durchkomme und wieder zurück kann und wo nicht. Garantiert fällt der Junge gleich wieder einfach runter oder stürzt ab. Ach, das war doch sowas von klar gewesen, dass der Junge abstürzt. Ach, ich bin jetzt doch endlich in dem blöden Bahnhof. Lernen! Ach nee, Herren. Damen und Herren, also sie sind die Klos. Zusammenpacken. Warum sind da unten das mit Schwarz geschrieben? Das kann doch keine Saal lesen. Ausziehen. Ich glaube, ja. Zusammenpacken, ausziehen. Das ist auch ein A, das ist ein U. Erst würde ich sagen, ausziehen. Wieso sollen die sich ausziehen? Willkommen in Eden, ein neues Abenteuer.
das ist ein Riesenbauernhof, meine Güte. Will ich aber nicht derjenige sein, der die Lampen drüber austauscht und dann meine Glühbirne kaputt ist. Ach, der Fahrstuhl. Da ist ja wieder der Hase. Oder hat jemand noch so einen Stoffhasen gehabt? Ich gehe aber noch nicht in den Fahrstuhl rein. Ich will mir erstmal das andere alles angucken hier. Vielleicht gibt es noch irgendwelche Dokumente zum Angucken. Oder Bilder, wie in dem Fall. Eine Modezeitung, na also. Eine Modezeitung. Seht euch das mal an hier. Das ist so trägt die Frau von Welt heute ihre Kleidung. Kommen in Eden, erst mit Lebensraum. War nichts mit Lebensraum im Osten, eher Lebensraum unter der Erde dann. Schöne Dame. Oh, was ist das für ein schönes Lied? Schöne Dame, sieh mich an. Ich mag dich ja so gern. Schöne Dame, komm zu mir her. Denn ich mag dich doch sehr. Schöne Dame, wir fahren mit dem Zug. Denn der macht immer Tutu. Schöne Dame, das kann ich nicht lesen. Ist auch schon die dicke Bessen eingestürzt. Ja, da vorne wäre ich aber durchgekommen hier. Ich glaube hier, das war dann gleich der Haupteingang gewesen eigentlich. Wo der Adler da vorne ist. Warum ich denn hier durchkomme? Nur wo wäre ich denn da durchgekommen? Wäre ich dann hier durchgekommen? Hätte das Ding aufgeschoben hier. Aber wie gesagt, es ist trotzdem, finde ich, irgendwie schade. Wie gesagt, ich hätte davon auch gerne ein bisschen erkundet, wäre rumgelaufen. Hätte mir das gerne angesehen. Ich komme da wahrscheinlich nicht zurück. Zumindest sehe ich ja nicht, dass ich da irgendwie drüber komme. Meine Spielwelt, dass ich dann durch diesen dämlichen Fahrstuhl gehe. Ist ja ein imposantes Bauwerk hier. Auch wenn man sich das so ansieht, die riesen Höhle, die sie hier haben. Meine, wenn man die Abmaße, die Abmessung ansieht, wie hoch das Ding ist hier. Es wäre schon höher wie bei manchen Vollurteilen, wenn du hier das Atrium hast. Da ist ja noch ein Hafenplatz über dem Gebäude, noch bei der Höhle noch. Alles mit feinstem Marmor hier. Nur das Beste hier. Sieht schon wirklich pompös aus, muss man schon sagen, hier der Bahnhof hier. Ich finde es halt trotzdem schade, dass ich nicht da vorne nochmal durchkomme. Ich sag, das ist das, was ich meine, wo ich jetzt finde, dass mich das Spiel hier beschissen hat, dass ich nicht da vorne lang gehen kann. Ich hätte aber auch, wenn ich dann hier durchgekommen wäre, wäre ich dann aber auch nicht bei der anderen Stelle lang gekommen. Weil das wäre doch das nächste, da wäre ich ja auch nicht lang gekommen. Ich wäre nicht hier durch den Luftschacht, hätte ich ja nicht hochklettern können, wenn ich dann bei der anderen Ecke langkomme. Also, ich weiß nicht. An alle Beamten der Ruß, ich bin erbost. Man hat mich während eines Angriffs auf den Feind von der Front abgezogen, damit ich mich unter der Erde verstecke, wie ein Feigling. Ich sollte einzig und allein dem Schutz einiger hochrangiger Würdenträger dienen, die eventuell in diese Bunker eintreffen. Ich hatte diesen Angriff bereits seit Wochen geplant und man sagte mir, seinen Erfolg zu gewährleisten. Man sagte mir, schon bald wird es keine Front mehr geben und sie sollten dies als Ehre betrachten. Welch Dreistigkeit. Ich beantrage mit sofortiger Wirkung eine Rückversetzung auf meinen früheren Posten. Heil dem Führer Oberleutnant Hugo Dietrich. Ich hätte meinen wahrscheinlich, dass es bald keine Front mehr geben wird. Also die Wehrmacht oder als die Deutschen dann die Atombomben gezündet haben. Dann halt die nukleare Winter dann oben dann na, überall verbreitet haben. Deswegen alles hier versucht haben, den Bunker noch zu stecken dann. Also ich sagte, Gottes Willen, wenn dann alles in Arsch geht dann der Oberfläche, müssen wir dann in den Bunker zurück. Dann ist dann sowieso alles vorbei. Gut vorstellen. Wo sind wir eigentlich reingekommen hier? Ich weiß gar nicht mehr, wo ich hergekommen bin. Und von hier sind wir eben hergekommen, wo wir dann durchgerutscht sind.
Aber ich sage, das ist halt trotzdem das, was ich, wie gesagt, schade finde, dass ich da vorne, wie gesagt, nicht hinkomme. Habe ich das schon gelesen? Nee. Willkommen an alle Neuzugänge. Willkommen in der Gesellschaft. Sie befinden sich im Ankunftsraum. Der höhere Luftdruck könne zu leichtem Unwohlsein führen. Seien Sie deshalb nicht besorgt. Ihr Körper wird sich innerhalb kürzester Zeit an die neue Umgebung gewöhnt haben. Der Aufenthalt in der Gesellschaft garantiert Ihnen Sicherheit, Fortschritt sowie Schutz vor jeglichen Gewaltverbrechen. Sie wurden vom Rass- und Siedlungshauptamt ausgewählt, um das tausendjährige Reich fortzuführen, fern von den schädlichen Einflüssen der Außenwelt. Hier werden die Leiden der körperlich und seelisch Schwachen nicht an kommende Generationen weitergegeben. Wir befinden uns tief unter der Erde, denn eins haben wir aus der Geschichte gelernt. Abgeschiedenheit schafft zweifellos die besten Voraussetzungen für starke Gesellschaften. Gut, wahrscheinlich haben sie sich so gedacht wie die Japaner, damals als sie noch quasi sich selber nur eingekapselt haben. Kein Kontakt mit der Außenwelt, wenn die Japaner, sag ich mal. Kein Handel mit außen, auch kein Technologieaustausch mit außen. Bevor sich dann geöffnet, war es ja genauso gewesen, weil nur Japaner in Japan und keine Einflüsse von außen auf Japan, in Japan. Wahrscheinlich denken sie ungefähr, wenn wir uns hier abkapseln, kann vielleicht gut sein. Vom Prinzip, wenn sie sagen, wie sie von ihrer Logik her, dass man sagt, gut, die Arischen dann hier unten im Rasse- und Siedlungshaupt und so weiter und so fort, körperlich und seelisch schwache kommen halt nicht mit dabei. Dass ich halt, sag ich mal, klar, sich nur die stärksten Menschen ausgesucht habe, vom körperlichen und vom geistlichen natürlich klar, die klügsten. Dass sie quasi wirklich die perfekten Menschen dann nur noch haben. Die halt körperlich topfit sind, vielleicht richtig stark sind und wirklich fast keine Beschwerden oder gar keine haben. Die auch wirklich richtig intelligent sind und dass sie dann nur solche unten haben, quasi die perfekten Menschen und damit die dann natürlich nur noch Nachwuchs zeugen. Dass sie sich dann sagen, gut, dann kommen wir dann nur noch dann perfekte Menschen quasi zur Welt und wenn es mal welche nicht sind, die perfekt sind, die werden dann aussortiert wahrscheinlich, denke ich mal. Dass die sich dann denken, gut, haben sie dann irgendwann wirklich perfekt Menschen, haben sie dann quasi dann Götter unter den Menschen. Na gut, dann müssen sie aber, wenn sie dann haben und oben ist dann wie gesagt alles verstrahlt, ehe sie dann wieder an die Oberfläche könnt, müssen sie dann aber auch wirklich dann lange hier unten aushalten. Ob es dann noch so eine Art Deutschland gibt oben, weil wenn alles verstrahlt ist und drüber liegt und generell alles kaputt ist, wird es eigentlich gar nichts mehr geben. Aber dann werden sie sich denken, dann kolonialisieren sie alles wieder, bauen alles wieder auf. Aber dann ist halt die Frage, wenn sie abgeschieden sind, sag ich mal, hier leben alles, ist auch so von der Frage, ob sie denn auch technisch dann fortgeschritten sind. Das heißt so, wenn sie, sag ich mal, jetzt bevor oben in der Oberfläche dann die Strahlung so weit weg ist, dass sie vielleicht wieder ein bisschen leben können. Ich sage mal, 500 Jahre warten sie, sag ich mal hier unten. Würden sie in den 500 Jahren hier unten trotzdem auch neue Techniken entwickeln, neue Dinge erfinden oder nicht? Nehmen wir an, oben haben vielleicht auch welche überlebt, haben es auch irgendwie geschafft, nach Strahlung zu überleben oder die Strahlung ist dann weggezogen, was weiß ich. Wären dann die hier unten dann von der Technik fortschrittlich oder oben die? Weil das weiß man ja nicht. Denn hier unten haben sie dann vielleicht nur diese oder jene Situation, auf die man reagieren muss. Ach, wieder der Krakauer beobachtet atomarer. Ach, da steht's ja. Atomarer Bombenabwurf. Oder? Überlegen. Atomarer Bomben. Na, wo steht ich da? Aber erst mit Bomben heilen. Man sieht den Atombild da drüben. Das schauen wir dann, als die Zeitung gedruckt wurde, schon die Atombombe abgeworfen. Na gut, ich werde mal sagen, dann stelle ich auch erstmal die Folge. Wie gesagt, ich fällt es immer noch schade, dass ich da drüben das nicht erkunden konnte. Es war da jetzt nicht viel, aber sicherlich auch das ein oder andere Dokument, was ich jetzt nicht gesehen habe, was ich, wie gesagt, ich finde es schade. Ich weiß nicht, was das soll, warum ich das nicht jetzt entdecken konnte mit. Weil, wie gesagt, so habe ich jetzt, sag ich mal, dann nicht 100% vom Spiel, was ich dann sehen konnte. Und ich weiß nicht, ob ich das alles nochmal durchspielen würde, nur dass ich dann extra dann da vorne durchlatschen würde. Weiß ich nicht. Ich würde wahrscheinlich trotzdem vielleicht, wenn es möglich wäre, irgendwann mal doch nochmal das offline machen. Vielleicht würde ich das noch irgendwie hier dran schneiden oder separat machen, dass ich dann vielleicht doch nochmal hier vorne langlatschen würde. Dass ich das noch dann entdecken könnte. Wie gesagt, ich würde es halt schon noch gerne sehen. Naja, werde ich mal sehen.
Also lasst trotzdem noch mal eine Bewertung da oder auch ein Abo. Oder seht euch auch mal andere Videos an. Und in der nächsten Folge fahren wir dann mit dem Fahrstuhl dann nach unten. Also macht's gut. Bis dann und tschüss.